Der Winterkönig ist einer der Naturgeister, der seit Beginn der Zeit auf Erden wandelt. Wie andere Naturgeister hat auch er seine gewisse Zeit, zu welcher er erwacht. Dies ist der Winter, wie sein Name schon verrät. Er ist jedoch nicht wirklich ein König. Diesen Beinamen verdankt er nur den Eiszapfen, die in Form eines Kranzes von seinem Kopf emporragen. Da er kein Gesicht hat, trägt er eine hölzerne Maske. Seinen Körper verhüllt er in schweren Samt, der so grau wie der Himmel an einem trüben Wintertag ist. Da er in der Zeit des Eises und der Kälte umherwandelt, sehnt er sich nach Leben und Wärme. Denen, die ihm solches als Geschenk darbieten, erfüllt er deshalb Wünsche. Aber Vorsicht, er ist wählerisch. Solltest du also einen tiefsten Herzenswunsch haben, solltest du dir genau überlegen, was du ihm anbietest. Du brauchst etwas Lebendes und etwas von einem geliebten Menschen. Hast du dies, geh in den Wald, dorthin, wo er am dichtesten ist. Wenn du fest entschlossen bist, wird dein Gefühl dir sagen, wo die richtige Stelle ist. Stelle dich dort vor den größten Baum. Dann schließe die Augen und klopfe dreimal an seiner Rinde und zähle dabei laut mit. 1, 2, 3. Drehe dich nun um und öffne die Augen. Wundere dich aber nicht, denn es wird noch nichts passieren. Schließe wieder die Augen und klopfe an die Rinde des Baumes. Zähle wieder mit. 1, 2, 3. Dann drehe dich wieder um und öffne die Augen. Es wird dir nun vorkommen, als wären die Bäume um dich herum näher herangerückt. Schließe wieder die Augen, drehe dich um und wiederhole die Schritte. 1, 2, 3. Nun hörst du leises Flüstern. Tu es nicht! Er wird kommen! Lauf weg! Hier musst du dich entscheiden. Entweder du verlässt den Wald und es wird nichts geschehen, oder du machst weiter. Sei aber gewarnt, denn dann gibt es kein Zurück mehr. Hast du dich entschlossen, weiterzumachen? Wiederhole weiterhin die Schritte. 1, 2, 3. Du wirst jetzt Gesichter in den Bäumen um dich herum erkennen. Sie sind geprägt von tiefster Trauer und Bedauern. Jetzt weißt du auch, dass sie es sind, die dir zuflüstern. Brichst du an dieser Stelle ab, wirst du zu einem von ihnen und wirst dich über viele Jahre hinweg selbst bemitleiden und versuchen, andere zu warnen. Mach weiter, und der Winterkönig wird bald erscheinen. Du musst die Schritte jetzt noch dreimal wiederholen. Währenddessen wirst du das Knacken des Unterholzes und das Stapfen von Füßen im Schnee hören. Die Stimmen um dich herum werden immer lauter und nehmen einen immer flehenderen Ton an, schluchzen und heulen. Nachdem du die Schritte ein letztes Mal wiederholt hast, spürst du nur den kalten Hauch des Winterkönigs in deinem Nacken. Dreh dich langsam um, mach keine ruckartigen Bewegungen. Du siehst jetzt in das starre Gesicht seiner Maske, das leidig auf dich herabschaut. Zeig ihm die Gaben, die du ihm mitgebracht hast. Gefallen sie ihm nicht, wird er seine eisige Hand auf deine Brust legen und du spürst, wie dir immer kälter wird und dein Herz immer langsamer schlägt, bis es schließlich ganz aussetzt und du stirbst. Gefallen sie ihm jedoch, werden sie in deinen Händen verblassen und er neigt dir seinen Kopf zu. Flüstere ihm deinen Wunsch in sein Ohr. Dann schließe wieder deine Augen und zähle langsam bis 10. Wenn du sie wieder öffnest, wird um dich herum alles wieder so sein, wie zu dem Zeitpunkt, an dem du den Ort betreten hast, sein. Gehe nach Hause und lege dich schlafen. Dein Wunsch wird sich am nächsten Tag erfüllen. Solltest du diesen Ort aber jemals wieder betreten, wird der Winterkönig dich töten. Egal zu welcher Zeit. Und solltest du auch nur aus Versehen in seine Nähe kommen und spürst einen kalten Windhauch in deinem Nacken, dann laufe weg, so schnell du kannst. Vielleicht hast du dann noch einmal Glück.